Der Ring Total Normal Podcast. In Zusammenarbeit mit der Facebook-Gruppe 24 Stunden Grüne Hölle und Nürburgring aktuell. Powered by Ralf B.'s Pitlane, Oepen Motors Automobilsport und Swoosh Motorsport Communications. Ja, hallo liebe Freunde von Ring Total Normal, dem Podcast vom Nürburgring, heute mit dem Thema Track Day. Aber zuerst muss ich leider euch sagen, dass der Ingo verhindert ist. Der hat ja noch einen Nebenjob bei der Feuerwehr und der ist noch im Einsatz und lässt sich deswegen heute Abend entschuldigen. Aber muss man auch dabei sagen, die Arbeit geht natürlich vor. Ja, zum Thema Track Day darf ich heute begrüßen den Daniel Schwerfeld von der Firma All for Track, der uns heute so einen gewissen Einblick in diese Rennserie oder in diese Track Days geben wird. Guten Abend, Daniel. Guten Abend, lieber Ralf. Ja, Daniel, All for Track. Wie kam es eigentlich dazu? Und was macht ihr da genau? Das frage ich mich auch manchmal. Nein, ganz im Ernst. Die Firma All for Track, die ist vor knapp 2 Jahren entstanden. Aus einer längeren Idee heraus. Wir bieten selber eigene Track Days, also eigene Fahrveranstaltungen auf Rennstrecken an, wo wir Rennteams, aber auch Privatfahrern, die gerne auf Rennstrecken unterwegs sein möchten oder mal die Chance haben wollen, dort zu fahren, eine Möglichkeit bieten. Und als weiteres Standbein bieten wir gleichzeitig Europas größten Trackday-Kalender. Also dort findet man nicht nur unsere eigenen Termine, die von All for Track, sondern auch die vom Pistenclub zum Beispiel, oder Gedich Racing, European Speed Club, Destination Nürburgring und wie sie alle heißen. Also wir haben da knapp um die 1500 Termine, die dort im Jahr aufgeführt werden, und da ist für jeden etwas dabei. Ja, Daniel, erklär doch mal bitte unseren Zuhörern ein Track Day. Wo besteht jetzt eigentlich der Unterschied zwischen einem Rennen, einer Testfahrt oder einem Track Day? Ja, also ein Rennen an sich, das ist ja eine auch geschlossene Veranstaltung. Da geht es um die Wurst, da geht es um Zeiten, da geht es um Platzierungen. Bist du noch da? Weil mein Computer ist gerade im Sleep-Modus gegangen. Ja, ich bin noch da. Du bist noch da, sehr schön. Ich hatte gerade kurz gedacht, jetzt wäre ich weg. Entschuldigung. also in Rennveranstaltungen, da geht es um die Wurst, da geht es um Platzierungen, um Zeiten. Und ein Trackday oder eine Test, ein Training, das ist komplett losgelöst. Das ist was ganz anderes. Und da muss man unterscheiden zwischen richtigen Renntrainings, wo es auch um Zeiten letzten Endes geht, wo die Teams testen können, optimal mit wenig Fahrzeugen am besten, also dass vielleicht nur 30 Teilnehmer an so einem Tag sind. Aber auch da, es ist kein Wettbewerb, es geht einfach nur um optimale Trainingsbedingungen. Und dann gibt es die klassischen Track Days, wie wir sie auch anbieten, neben den Renntrainings, zum Beispiel jetzt in Hockenheim übernächste Woche, da fährt man klassisch in 2 Gruppen, getrennt voneinander, die Rennautos und die straßenzugelassenen Fahrzeuge. Und das ist, sag ich mal, so das, was für jedermann dann auch gedacht ist. Wichtig hierbei ist, dass diese Track Days nicht zum Zwecke der Erzielung der Höchstgeschwindigkeit dienen. Also dass dann auch, so ist es bei uns zumindest, dass diese Trackdays dann auch entsprechend versicherbar sind. Also es gibt Versicherer wie die Allianz zum Beispiel, oftmals ist es die Allianz, die in ihren AGBs
das Fahren auf der Rennstrecke so explizit nicht ausschließt und Fahrtrainings oder sportliche Fahrertrainings wie unsere dann entsprechend auch versichert sind. Das sind so die größten Unterschiede. Aber die Rundenzeiten, werden die festgehalten oder wird einfach, macht das jedes Team für sich selber? Also da ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also damit ein Trackday zum Beispiel versicherbar ist für zum Beispiel eine Allianzversicherung, darf auf gar keinen Fall auch eine Zeitmessung mitlaufen. Also es darf die nicht zur Erzielung der Höchstgeschwindigkeit, es darf keinen Renncharakter haben, es darf keine Zeitmessung sein. Das sind so ganz wichtige Aspekte, damit eine Veranstaltung versicherbar ist für einen Teilnehmer, beziehungsweise für das Fahrzeug. Bei einem Renntraining, so wie es zum Beispiel gestern bei uns gewesen sind, da hatten wir unseren ersten Trackday seit 5 Monaten, muss man sagen, Lockdown-bedingt. Ja, auf der Grand-Prix-Strecke, leider. Also generell auf unseren Renntrainings, die auch wirklich für Teams ausgeschrieben sind, wo auch kein Versicherungsschutz für Fahrzeuge, für Straßenfahrzeuge besteht, da haben wir auch ein Live-Timing mitlaufen. Da haben wir eine Partnerschaft jetzt gestern gehabt mit der Firma Wiege zum Beispiel, wo dann auch wirklich wie in einem Rennen alle Zeiten aufgeführt sind, die schnellsten Rundenzeiten, Zwischenzeiten und das natürlich auch ein guter oder ein toller Service für Rennteams ist. Also ich habe jetzt gesehen, euer Terminkalender, ne? Oder diese Termine, die ihr vorschlagt, die man buchen kann. Da war ich sehr erstaunt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ihr fahrt ja, um nur einige zu nennen, in Assen, Spa, Monza, Most, auf jeden Mengen in Deutschland, auf dem Sachsenring natürlich. Aber die Frage für uns jetzt ist, der Ring, ist der am beliebtesten bei der Buchung? Also es kommt immer darauf an. Also erstmal die ganzen Termine, die du so bei uns auf der Seite siehst, es sind nicht alles All-for-Track-Termine. Ne? Also da muss man wirklich unterscheiden. Wir haben viele Kooperationspartner auf dieser Seite, wo wir Termine direkt anbieten können und auch zukünftig, das ist kurz vor Fertigstellung dann auch entsprechend direkt wie bei Booking.com ein Termin käuflich erwerbbar ist. Käuflich erwerbbar. Schönes Wort, oder? Sag ja, mal. Wunderbar. Ich habe keine Ahnung, ich finde es gerade ganz komisch. Ja, aber wir können auf jeden Fall zukünftig direkt einen Termin aussuchen und bezahlen und in den Warenkorb packen. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Wo waren wir? Auf den Strecken. Ach so, genau, auf den Strecken. Also das sind nicht alles unsere Termine. Wo All4Track draufsteht, da ist auch All4Track drin. Wo es nicht draufsteht, da ist es dann eine Partnerschaft. Und ja, Thema Strecke, Lieblingsstrecken. Ich glaube, also gerade hier in unseren Gefilden, auch generell, nicht nur in unseren Gefilden, generell in Europa, die Nordschleife ist die Nordschleife. Also das ist, glaube ich, schon allein an der Vielzahl der Personen oder Fahrzeuge, die gleichzeitig auf der Strecke unterwegs sein dürfen und einfach, ja, die Nordschleife ist da, glaube ich, einfach das Zugpferd. Ja. Da stellt man immer wieder fest, das ist die Cash-Cow für viele Unternehmen, für viele Trackday-Anbieter, weil halt einfach durch die Beliebtheit, durch die Fahrzeuganzahl, die man drauf bekommt, der Faktor Nordschleife, gar keine Frage. Und ich finde auch zur Nordschleife gestandene Rennfahrer, egal wer das ist, alle sagen ja, es gibt keine Runde wie die andere. Man kann sich zwar einschießen, aber man wird trotzdem immer von irgendwelchen Sachen überrascht. Ob es an einem selber liegt oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Das macht ja die Nordschleife aus. Absolut. Also ich weiß, ich kann es nur von mir selber sagen, die perfekte Runde, das ist immer irgendwo mein Ziel, die zu fahren und da eine hinzubekommen ohne kleinen Fehler, das ist
eigentlich nicht machbar. Also auch wenn man so einem Lars Kern zuschaut, der jetzt gerade wieder den Rundenrekord gefahren ist mit dem neuen GT3. Ja. Nein, anders, er ist nicht den neuen Rundenrekord gefahren, aber er ist die schnellste Runde mit einem GT3 gefahren, so Ja, ungefähr. genau. Richtig. Auch da wird er dir mit Sicherheit sagen können, an welchen Stellen er nochmal Zehntel hat liegen lassen, wo er sagt, ah, da wäre noch was drin gewesen. Ja, Das war genau. dann auf sehr hohem, jammern auf sehr hohem Niveau, aber, wie gesagt, ich kenne es auch von mir selber, dann ist irgendwo wieder eine Kleinigkeit, wo man denkt, ah, verdammt nochmal, ein bisschen verschaltet, leicht zu hoch gedreht und der Wagen ist im Begrenzer gegangen oder der Sprit geht kurz vor der Runde aus und man hat schon Zündaussetzer. Alles schon erlebt, da hat man eigentlich eine ganz tolle Runde und ist nahe an perfekt und dann auf einmal geht der Sprit aus und man hat die letzten 300 Meter Zündaussetzer. das gibt es alles und Da das gab es ja eine Story, ne? Auch wenn der Sprit ausgeht, es gibt noch eine Aral-Tankstelle unten in Breitscheid. genau, Sprit. Ja. Ja. Die weltberühmten Worte, Ja. das weltberühmte Interview unten in Adenau mit, na, wie heißt der? Ach, Ja, ich komme Moment, jetzt auch nicht Bob gerade drauf. Redrocks und früher Viva Mola Adebisi. Ja, genau. Ja. Die Geschichte, wo ihm der Sprit ausgeht. Ja, nee. Es gibt schon sehr schöne Stories rund um den Ring. Und wenn man schon seit, ich glaube, seit 20 Jahren bin ich regelmäßig dort zu Gast, bezeichne es als mein zweites Wohnzimmer. Da erlebt man doch schon recht viel. Ja, dann geht es dir genau wie mir. Ich fahre zwar nicht selber, ne, aber ich kenne mein ganzes Leben, ist der Nürburgring meine zweite Heimat. Ich fühle mich da einfach nur so wohl. Die ganze Umgebung, die Rennstrecke, die Fans, die Adenauer, da passt einfach alles, das gehört zusammen. Und jetzt nochmal darauf zurückzukommen. Die perfekte Runde. Ich denke so oft drüber nach und habe mir dieses Video schon so oft angesehen. Der Timo Bernhard im Porsche. Ja. Also man weiß manchmal wirklich nicht, ob das physikalisch überhaupt möglich ist. Ne? Ja, das war schon eine phänomenale Runde und man muss, ich guck sie mir immer wieder gerne mal an. Also wenn sie mir gerade wieder irgendwo vors Auge fällt, gucke ich sie auch meistens noch einmal durch und bin immer wieder überrascht, was der für Geschwindigkeiten drauf hat an Stellen, wo man es nicht für möglich halten würde. Also 369 km/h auf der Döttinger Höhe, das finde ich ist jetzt, ja, ist okay. Aber Ja. wenn man guckt, dass er vorm Schwedenkreuz oder unten in der Fuchsröhre, was der da für Geschwindigkeiten drauf hat, mit über 330, das sind die Geschwindigkeiten, die wirklich phänomenal sind. Kesselchen hoch und dann nochmal auf den Knopf drückt für den Boost. Wenn man sieht, was der Boost letzten Endes nochmal an Vortrieb auch bringt, das ist einfach nur pervers. Aber es ist toll zu gucken und immer noch riesengroßen Respekt an ihn, was er da gerissen hat. Ja, muss man einfach so sagen. Jetzt nochmal zu euch. Ja. Bietet ihr auch eigene Fahrzeuge an, wo man dann diese Track Days mitfahren kann? Wir haben auch eigene Autos. Ansonsten bedienen wir uns hier von Partnern, deren Fahrzeuge. Und wenn das nicht ausreicht, dann haben wir auch hier weitere Kooperationspartner, wie zum Beispiel ein Manfred Blümel, GT3 Fahrertraining, der auch zukünftig auf unserer Seite entsprechend vertreten ist und dort Fahrzeuge anbietet, die man dort sich mieten kann. Ja, aber auch wir haben eigene Fahrzeuge nicht direkt im Bestand oder teils, teils und die kann man entsprechend auch bei uns mieten. Ja, wunderbar. Dann kommt noch eine Frage, und zwar Track Day Coaches. Ja. Wie sieht das genau aus? Und ich glaube, du bist auch einer dieser Coaches. Genau, also wir als Alpha Track, wir haben einen kleinen Coaching-Kader, wo wir uns verschiedenster Coaches bedienen.
Da haben wir zum Beispiel eine Kerry Schreiner, wir haben einen Florian Strauß, einen Thomas Kiefer, einen Dominik Schrammel, Olivier Mutjens. Also es, ich selber bin auch auf der Liste, sag mal, das ist mein Steckenpferd, das Thema Coaching. Da komme ich her, da habe ich vor über 10 Jahren mit angefangen. Und daraus ist letzten Endes ja jetzt sogar eine Firma namens All for Track entstanden. Ja, als kleiner Coach, sag mal, No-Name in der Szene, bis hin zum, ja, namhaften Coach jetzt nicht, aber ich habe zumindest einen gewissen Ruf erschaffen. Und ja, und jetzt mittlerweile die Firma All for Track. Also es ist immer wieder schön, wenn man darüber nachdenkt, von den Anfängen bis jetzt, was sich da alles entwickelt hat, wen man alles kennengelernt hat, wo die Wege hingegangen sind, ist schon ein schönes Gefühl, irgendwo angekommen zu sein. Hast du denn bei diesen Coaches auch mal, jetzt mal ganz aus dem Bauch raus, so ein Gefühl gehabt, auweia, das geht niemals gut? Jetzt bei einem Coaching oder anders, mit Coaches, die mit an in unseren Kader zu nehmen, oder bei einem Coaching selber Situationen erlebt? Genau, selber die Situation erlebt. Ja, nicht nur einmal. Da wollte ich jetzt nein, drauf also, raus. Also dir wird dann auch schon mal, oder mal anders gefragt, ist dir schon mal schlecht geworden bei einem als Beifahrer? Nein. Also man kann sagen, nur einmal, da habe ich aber ein verdorbenes Brötchen gegessen und danach musste ich auch mal kurz nach Adenau und habe mir im Krankenhaus ein Mittel spritzen lassen. Aber ansonsten, toi toi toi, wird mir beim Mitfahren nicht schlecht. Und man muss auch noch, ein ganz wichtiger Punkt, also Coaching ist nicht gleich Coaching. Also es gibt Coaches oder oftmals nimmt man auch Teamchefs, die sagen, Coaching ist bei denen dann, wenn sie dem Fahrer sagen, du musst einfach mal schneller fahren, trittst mehr aufs Gas, dann geht das schon. Nein, das ist kein Coaching. Also Coaching ist ganz viel System und das ist etwas, was professionelle Coaches oder generell wir auch als All for Track entsprechend schulen, bei unseren Trainersitzungen. Spielen wir Situationen teilweise nach. Wir gehen, es ist viel Psychologie. Ja, wie geht man mit einem Fahrer um? Welche Typ Fahrer gibt es eigentlich? Also sich da auch mal Gedanken zu machen. Eine Herangehensweise, ein gemeinsames Wording, ja, dass man entsprechende Kommandolisten ausarbeitet, um die Coaches untereinander auch ja, auszutauschen. Also wenn der Coach nicht kann, könnte der andere übernehmen und hat dasselbe Wording. Also das ist, sind ganz, ganz wichtige Punkte, wie man mit einem System sich auch Sicherheit schafft. Also ich würde mich zum Beispiel niemals einfach so neben einem Fahrer setzen, den ich nicht kenne oder anders kenne, nicht kenne schon nicht, aber mit dem ich nicht vorher mich unterhalten habe und Ziele definiert habe. Ein Beispiel, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, wie man in Coaching einsteigen kann. Das eine ist, ich habe einen Fahrer, der ist kompletter Neuling, war noch nie auf der Strecke, hat noch keine Berührungspunkte gehabt. Oder er ist ein erfahrener Fahrer, war aber noch nie auf dieser Rennstrecke, also eine neue Strecke, die er kennenlernt. Dann ist egal, wie der Stand ist, ich oder der Coach fährt als Erster und gibt erstmal nach einer Kommandoliste die Strecke vor, die Streckenführung, nennt die wichtigsten Einlenkpunkte, darauf, wo es ankommt. Und das mit einem niedrigen Tempo. Danach wird getauscht und der Fahrer hört genau dasselbe vom Beifahrersitz. Und da er das Tempo von dem Coach vorher gesehen hat, was nicht hoch gewesen ist, und da sind wir wieder bei der Psychologie, adaptiert ihn diese Geschwindigkeit, ich würde sagen zu 90%. Wenn nicht, braucht man nur einmal kurz sagen, hey, ein bisschen langsamer, so wie eben. Und er wird es, ich sag mal, zu 99% nachmachen. Genauso, wenn es mit einem erfahrenen Fahrer ist, der jetzt auch schon angeblich richtig schnell ist, ich kenne ihn nicht, dann mache ich trotzdem erstmal eine Bestandsaufnahme.
Und bei dieser Bestandsaufnahme definieren wir vorher auch einen Speed. Und zwar zeig mir deine Linie bei 70, 80% von dem, was du normalerweise fahren würdest. Das ist eine Geschwindigkeit, da muss schon Öl liegen oder Kühlflüssigkeit, es muss schon irgendwie was echt Blödes passieren, dass dann auch was gefährlich wird. Und wenn er mir dann zum Beispiel zu schnell ist, dann brauche ich nur sagen, hey, wir haben 70% gesagt, dann wird er wahrscheinlich langsamer fahren. Aber Fährt das er. muss er ja dann in dem Moment dann, denke ich mal, relativ schnell sagen, ne? Sonst ist es ja schon zu spät. Das mache ich, bevor ich mit ihm ins Auto steige. Aha. Das ist das, was ich niemals machen würde, mich einfach irgendwo reinsetzen, ohne mit demjenigen mich vorher unterhalten zu haben. Oder dass man im Auto nicht vernünftig kommunizieren kann. Dass das Auto zu laut ist, man Helm auf, man hört sich nicht. Da arbeiten wir grundsätzlich mit einer Intercom, also dass wir entsprechend miteinander reden können. Hat derjenige keinen passenden Helm, bekommt er von uns einen, dass wir miteinander reden können. Also Kommunikation ist alles. Und man kann viel mit dem richtigen Wording zur richtigen Zeit, kann man ein Auto oder einen Fahrer dennoch steuern ein Stück weit. Auch wenn wir keine weiteren Pedale auf dem Beifahrersitz haben. Man kann was vorgeben und damit bringt man sehr viel Sicherheit wieder rein. Und das, wie gesagt, das ist alles mit Erfahrung, die da mitspielt. Und die Zwischenfälle, die ich habe oder die wir haben, die sind äußerst gering. Und dann geht das auch, dass man sich auf der Nordschleife mal daneben setzen kann. Ja, Thema wieder Nordschleife. Ja. Daniel, du fährst ja selber Rennen. Richtig. Speziell Nordschleife. Ganz ehrlich, welcher Streckenabschnitt ist für dich der schönste da? Also, ich finde es persönlich ab eigentlich so Darf ich schätzen? nach dem Kesselchen eigentlich, also nach dem Karussell. Bis zum Schwalbenschwanz. Genau, also bis noch Ja. Galgenkopf. Das ist so bei vielen Fahrern, das ist der technische Part. Und viele blinde Stellen, viel Auf und Ab, viel Kompression. Also ich finde diesen Bereich eigentlich mit am schönsten, wobei es vorher natürlich auch schon Ecken gibt, die richtig cool sind. Was ich nicht so gerne mag, das ist so dieses Bergabstück. Also nach dem Hohe Acht. Metzgesfeld und dann alles bergrunter So, bis darunter. Halle Breitscheid Mark runter. ist jetzt nicht so mein Favorite. Aber Kesselchen hoch zum Beispiel, Anfahrt zur Mutkurve, wenn man da richtig, richtig schnell ist, boah, da muss man die Arschbacken zusammenkneifen. Die Anfahrt aufs Schwedenkreuz zu, auch wieder, ne, wenn wir in Geschwindigkeitsbereiche kommen, mit dem GT2 zum Beispiel, man geht da auf 270 und mehr hoch. Boah, da muss man sowas von die Arschbacken kneifen. Das ist schon krass. Also ich finde immer dieser Streckenabschnitt Hohe Acht bis zum Brünnchen, ne, also durch den Wippermann durch. Die Sabine Schmitz, ich werde das Video nie vergessen, und zwar kurz vorm Wippermann muss man diese Randsteine mitnehmen, sonst ist man nicht schnell genug. Und ich bin ja eigentlich derjenige, der da relativ langsam drüber fährt. Aber man wundert sich dann immer und sagt dann, Leute, wie machen die das? Na, das Auto muss doch total aushebeln da, runter in die Senke beim Wippermann. Da, also ich finde das eigentlich so den spannendsten Moment da. Und naja, was heißt spannendster Moment? Da gibt es natürlich jede Menge. Ne? Ja, Also aber ich das ist stehe ja halt eine viel am technisch. Brünnchen und im Pflanzgarten. Ja. Und wenn ich euch da sehe bei der NLS und ihr kommt durch den Pflanzgarten da durch, jeder normale Mensch würde, der noch nie ein Autorennen gesehen hat, der würde denken, so, jetzt wird hier runtergeschaltet und ihr bremst. Nein, ihr gebt da Gas und schaltet hoch. Ja. Na? Ja, Aber das das hat ist. nicht nur mit jeder normaler Mensch.
Wenn ich mich unten in die Fuchsröhre mal stelle als Fahrer und gucke der VLN, bzw. NLS, beim Start zu, oder du gehst hier nach unten Antoniusbuche, nach der Senke, wenn es ein Stück hoch geht, da ist eine Kuppe, wo die Autos mit 4 Rädern in der Luft sind, da musst du zwar durchs Unterholz hinkraxeln, damit du zu dieser Stelle hinkommst, aber also da geht mir ja schon öfters mal so der Gedanke durch, wir sind ganz schön krank, was wir da eigentlich so machen. Ja, klar. Ja, das ist schon ganz schön pervers. Kann ich auch nur jedem Fahrer mal empfehlen, um da mal ein Gefühl für zu bekommen, was das eigentlich für Geschwindigkeiten von außen sind und was auch die Streckenposten letzten Endes aushalten müssen, wenn die Autos da angeflogen kommen oder es zu Gelbphasen kommt oder warum letzten Endes auch Code 60 gekommen ist, weil es einfach immer schnell aussieht, wenn man daneben steht. Aber gut, anderes Thema. Ja, nee, aber da hast du ja vollkommen recht. Ja? Diese Code 60 und Code 120 und Doppelgelb und das gibt es ja eigentlich nur auf der Nordschleife. Jede Runde. Und was soll man da anders machen? Na, auf diesem Kurs bleibt einem ja gar nichts anderes übrig, wie die Marshalls so zu motivieren, sage ich jetzt mal, weil ich hoffe ja mal, dass das alles sich ein bisschen ändert da, dass die durch die Digitalisierung das alles ein bisschen schneller geht, weil jedes Jahr gibt es die Probleme, Marshalls, Rennleitung, die Kommunikation, die ist nicht hundertprozentig. Na, ich erinnere nur an den Unfall letztes Jahr, ich glaube, das war sogar bei NLS 1, wo es oben im Tiergarten den Unfall gegeben hat. Da war, glaube ich, mit dem GetSpeed-Mercedes, wo dann auf einmal langsam gefahren worden ist durch diese Trainingszeit. Und die kam da voll angeballert und dann hat es dann natürlich total gekracht. Aber das sind so Sachen, es sind einfach Fehler, die passieren. Und das man kann immer noch froh sein. Das ist Motorsport, Faktor Nordschleife. Man hat einfach die lange Strecke und es sind so viele Stellen, die nicht einsehbar sind. Deswegen finde ich es auch klasse, dass jetzt gerade im Winter der erste Teilabschnitt, sage ich mal, jetzt, überarbeitet wurde und auch digitalisiert wurde. Und das ist ja auch das Ziel, dass die ganze Strecke entsprechend überarbeitet wird, die alten Streckentelefone ausgetauscht werden und wir eine komplette Videoüberwachung haben und es alles ganz schnell geht. Und was ich auch eine tolle, innovative Technik finde, ist, dass dem Fahrer letzten Endes im Auto angezeigt wird, an welcher Stelle gerade, oder nicht an welcher Stelle, aber zumindest, dass man gerade auf eine Gelbphase aufläuft. Ja, das im nächsten Abschnitt ist gelb und dass das dem Fahrer direkt schon im Auto angezeigt wird. Also das ist eine Sache, das ist eine tolle, innovative Technik. Ja, Stillstand ist Rückschritt, ne? Richtig, richtig. Ja. Es dauert zwar recht lange, bis mal was Neues kommt, aber das sind auf jeden Fall schöne Aussichten, die unseren schönen Sport auf jeden Fall in alle Belangen sicherer machen wird. Daniel. Ja. Was machst du in diesem Jahr 2021? Fährst du selber? Ja, also ich muss sagen, ich bin ein Kind der Nordschleife. Aber irgendwie bin ich jetzt auch letztes Jahr schon von der Nordschleife ein bisschen weggekommen. Ich bin letztes Jahr in der GTC gefahren und werde jetzt nächste Woche das Mugello 12-Stunden-Rennen bestreiten. Da werde ich generell ein paar Rennen mehr fahren mit meinem Freund Axel Sarting. Da fahren wir auf einem 488 GT3 Ferrari. Dann fahren wir zusammen in der GT4 Germany auf einem Porsche Cayman. Da werden wir ein paar Rennen bestreiten. Ob wir alle Rennen bestreiten, wissen wir noch nicht genau, aber aktuell ist es geplant.
Und das ist ja Nordschleife. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht ergibt sich noch was. Kurz vorm 24-Stunden-Rennen wäre nicht das erste Mal, dass da noch ein Anruf kommt, ob ich Zeit hätte. Aber aktuell kann ich es nicht sagen. Es wäre schön, dieses Jahr wieder das eine oder andere Rennen zu bestreiten auf der Nordschleife, weil es ist halt einfach ja doch der größte Thrill, muss man einfach sagen. Und ein Klassensieg beim 24-Stunden-Rennen ist mir bisher auch noch verwehrt geblieben. Also vielleicht kommt da ja noch was. Ja, dann drücken wir mal ganz, ganz fest die Daumen, dass das noch klappt. Dankeschön. Daniel, ja. Ich bedanke mich für dieses informative und sehr schöne Gespräch mit dir. Sehr gerne. Für eure Firma wünsche ich euch natürlich weiterhin viel Glück, viel Spaß. Das können wir gebrauchen nach dem letzten Jahr. Das können wir aber auch alle gebrauchen. Und an unsere Zuhörer, wenn ihr Bock habt, mal an einem Track Day teilzunehmen, geht einfach mal auf die Seite www.allfortrack.de. Macht euch das schlau. Es wird bestimmt einen riesen Spaß machen und ihr werdet da mit super Typen zusammenarbeiten können oder einfach nur Spaß haben. Und Daniel, euch und deiner Crew für dieses Jahr alles Gute. Vielleicht sieht man sich ja mal am Ring. Genau, das tun wir mit Sicherheit. Vielen Dank, Ralf, für das Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich dabei sein durfte. Ja, wunderbar. Und, ja, liebe Grüße an Ingo, wenn er zurück von der Autobahn kommt. Ja. Und, ja, ich freue mich auf jeden Fall, euch mal wiederzusehen. Alles klar. Ich bedanke mich, Daniel. Und sehr gerne. Viel Glück dieses Jahr. Ne? Danke. Ciao. Tschüss.